Herzlich willkommen bei meinem Interview mit der lieben Uschi Briller. Da freue ich mich heute ganz besonders auf dieses Gespräch, auf unseren Talk, weil die Uschi für mich ein Vorbild ist, ohne Vergleich, absolut top im Network Marketing seit über 20 Jahren übrigens. Damals war das, glaube ich, noch gar nicht so publik, aber da kommen wir dann später dazu. Ich werde die Uschi natürlich alles Mögliche fragen. Und ich möchte mich ganz kurz selber vorstellen, dass ihr auch wisst, wer ich bin. Mein Name ist Daniela Geiger. Ich bin 43 Jahre und komme aus Oberösterreich. Und ich bin in das Network Marketing reingerutscht, tatsächlich über die Produkte unserer Company. Und ja, alleine durch meine Produktliebe habe ich, ohne das zu wollen, das Business gestartet. Und dann hat mich die liebe Uschi mal angerufen, weil sie in meiner Upline ist und ihr wahrscheinlich aufgefallen ist, oh, da ist jemand, der hat ganz gute Umsätze, wer ist denn das? Und sie hat mich einfach angerufen, das, was wir halt machen, talk to people, mit Menschen reden. Und so ist unsere Freundschaftsgeschichte auch entstanden. Da bin ich auch mega dankbar. Die Uschi hat mich sozusagen adoptiert und mir super Tipps mitgegeben und mir ihre Erfahrungen mitgegeben. Und ich glaube tatsächlich, auch ein Ausschlag war das für mich, dass ich dann auch nach nur 40 Monaten in der höchsten Zielstufe unserer Company angekommen bin, weil mir die Uschi alles sozusagen gelernt hat. Und ihr könnt euch wirklich darauf freuen, von der Uschi heute wahrscheinlich einiges zu lernen. Und es wird ein gemütlicher Talk. Und ich möchte gleich abgeben, Uschi, zu dir. Und zwar würde ich dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst und vielleicht auch gleich erzählst, wie du überhaupt zu dem Network-Business gekommen bist vor 20 Jahren. Ja, hallo Daniela. Herzlichen Dank für die Einladung. Super, ich freue mich, bei dir als Gast zu sein heute. Ja, mein Name ist Uschi Briller und wir, die Briller Family, ist eigentlich seit 30 Jahren begeistert von Bio, Frisch, Natur, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Wir haben vor 30 Jahren Tiertransporte gesehen und von dem Tag an nie mehr in ein Fleisch gebissen. Und wir sind einfach da mittendrin in dieser Thematik schon vor 30 Jahren gewesen. Mein Mann ist Biochemiker und ich habe ihn immer gefragt, was ist denn eigentlich in Kosmetik eigentlich drinnen, und dann haben wir geschaut, oh mein Gott, Aldehyd, Parabene, Pecke-Emulgatoren, Farbstoffe, Duftstoffe, ja, oh mein Gott, das schauen wir immer nicht mehr drauf und dann möchte ich nichts mehr zu tun haben damit. Wir haben daraufhin selbst im kleinen Rahmen Kosmetik hergestellt. Ich hatte dann schon ein paar hundert Kunden, ich habe das so vorgestellt überall, was es da gibt eben, an einer frischen Idee, was anderes zu der herkömmlichen Kosmetik. Habe damit eigentlich recht guten Erfolg gehabt, aber dann war ich im Fernsehen damit, Willkommen Österreich, durfte das vorstellen, meine Kosmetik hat Energy Kosmetik heißen, durfte das vorstellen als Gast des Tages, ja, das war super. Aber dann haben wir von unserer jetzigen Company eine Einladung bekommen, ja, das Werk anzuschauen. Naja, gut, wir sind gefahren, haben gesagt, naja, da wird ja auch wieder Chemie drinnen sein, aber wir haben gerade Zeit, schauen wir es uns an. Oh mein Gott, ja, da lernten wir unsere jetzige Company kennen. Es war ein kleines Labor, aber schon Hightech-Labor, Vakuumabfüllung, keimfrei und so weiter. Also noch viel besser wie meine Kosmetik und unsere Kosmetik, die wir hergestellt haben. Auf uns war in dem Moment auf der Stelle klar, frische Produkte müssen hergestellt werden und direkt versandt werden an die Kunden. Ja? Und deswegen gibt es unser jetziges geniales Empfehlungsmarketing. Okay, deswegen sind wir sofort Partner der Company geworden.
ganz begeistert, haben Vorträge, Seminare gehalten, wir haben Hotels gemietet, haben Messen, eine Messe nach der anderen gemacht, haben diese Kosmetik vorgestellt und die Vitalstoffprodukte ganz begeistert. Und so haben wir eben sehr viele Kunden gehabt. Dass das Netzwerk so genial ist und so magisch ist, das wussten wir am Anfang nicht. Wir waren ja keine Networker, wir waren so richtige Produktjunkies, ja. Und sind aber dann draufgekommen, oh mein Gott, ja, unsere Kunden haben mich gefragt, Uschi, könnt ihr das nicht auch machen? Ich habe nur gesagt damals, na ja, vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht, ja. Also das war unser Beginn. Aber dann mit den Jahren immer mehr ist das Network für uns wirklich magisch geworden, ja, weil wir da natürlich noch viel mehr bewirken können, ja, zu viel mehr Menschen kommen, ja. Mit dem ersten Partner beginnt man. Wir haben auch mit dem ersten Partner begonnen, das war unsere Tochter, die sagt das ja immer noch auf der Bühne, oh mein Gott, ja, meine Eltern haben mich gezwungen dazu, aber aus diesem ersten Partner sind halt über 28.000 Partner entstanden, ja. Also das ist das Magische, wir bewirken was damit, ja. Und das fasziniert mich jetzt seit 21 Jahren. Ja, Dani. Unglaublich, unglaublich. Und du bist einfach so inspirierend, immer wieder für mich. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon über 4 Jahre. Gott sei Dank bist du in mein Leben gekommen. Und das Tollste finde ich immer, wir können was bewirken. Und diese Produktliebe im Vordergrund. Und ich glaube, wir haben uns einfach gefunden tatsächlich. Und es passt einfach. Und das hat mich auch in den Erfolg gebracht, dank deiner Hilfe. Da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Was ich finde es auch witzig, dass du im Fernsehen tatsächlich warst und unser Firmengründer dich da gesehen hat und hat dich dann angerufen. Das ist ja unfassbar, eigentlich von vor 20 Jahren. Und dass du selber Kosmetik hergestellt hast, finde ich auch sehr spannend. Wo warst du denn vorher beruflich? Ja, also das ist ja auch etwas, warum ich im Fernsehen war, weil ich im Sport sehr lange, ich bin 10 Jahre österreichische Meisterin gewesen im Schwimmen, ja, war bei der Olympiade. Und man kann Network Marketing mit Sport unglaublich 1:1 vergleichen. Ja? Also das möchte ich allen, die neu dazukommen, mitgeben. Dieser Fokus. Mit 12 Jahren bin ich das erste Mal Olympialimit geschwommen. Ja? Aber da hat man mich nicht zur Olympiade mitgenommen, weil ich erst 12 war und mit 16 darf man erst bei der Olympiade sein. Mein Fokus, warum auch immer, man weiß es nie, was einen da so begeistert. Mein Fokus war, mit 16 bin ich bei der Olympiade. Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man wirklich etwas will, wenn man was erreichen will, ja, dann gibt es Hindernisse. Ich bin in der Schule gegangen, um 5 Uhr in der Früh im Wasser gewesen, 2 Stunden geschwommen, 5 hin und her und hin und her, um 7 Uhr heraus in die Schule gegangen, nach der Schule wieder 4 bis 5 Stunden im Wasser gewesen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht Fokus hat, das will ich erreichen. Ja? Und genauso ist es im Network Marketing. Wenn der Fokus da ist, dann gibt es kein, oh, es ist so schwer und das, die Neins und, ja, das gibt es nicht, weil jedes Nein, ja, egal, dann der Nächste bitte, der Nächste, ja, im Sport ist es auch so, man hat Niederlagen, egal, man trainiert, weil man etwas erreichen will, es macht jeden Tag Spaß, ja, und genauso ist es im Network. Und wenn wir noch dazu, ja, wir verkaufen ja kein Fußbalsam, wir bewirken ja was, wir wollen in jedes Badezimmer Europas. Und deswegen ist das für mich seit 21 Jahren vollkommen selbstverständlich, dass ich tagtäglich darüber spreche. Ja? Aber ich werde niemandem sagen, ah, ich kenne da was und, sondern Smalltalk führen und dann über die Umwelt und so weiter, was essen Sie und so weiter, was machen Sie beruflich und dann kommt man auf das Thema. Und unsere Company ist weltweit die beste Company. Die besten Produkte bieten sie uns. Für uns geht's gut, unserer Haut geht's gut, unserem Körper geht's gut und
großen Dingen auch der Umwelt geht's gut, ja, mit unseren Produkten. Wir vergiften unsere Umwelt nicht, wir vergiften uns nicht, wir vergiften unsere Umwelt nicht. Wir bewirken was, ja. Und wir sind Chancengeber für ein geniales Business. Dani, du weißt es, ja, du bist ja ein Vorbild sondergleichen, ja, in unserer Company. Fantastisch, wie du das ununterbrochen präsentierst mit Begeisterung, mit Know-how. Du hast alles gelernt jetzt von der Pike auf, ja, fantastisch, nur weil du auch was bewirken willst, ja. Und das fasziniert mich so bei dir, ja. Das ist das Schöne und lauter solche People wollen wir anziehen. Stimmt's? Ja, natürlich. Vielen Dank. Oh, ich bin ganz berührt. Und ich glaube wirklich, wenn man diesen Spaß hat dabei und diese Begeisterung und diese Leichtigkeit, weil man das einfach will, weil man dafür brennt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach so ein Brennen in sich hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, du bräuchtest das ja jetzt rein finanziell gesehen nicht machen, aber du machst das noch, weil du das liebst. Und das finde ich so faszinierend. Und ich habe auch schon gesagt, also ich weiß nicht, wenn mein Mann im Urlaub oft sagt, kannst du jetzt mal aufhören? Sag ich, nein, kann ich nicht, weil so geht es für mich nicht. Und ich mache es so gerne. Und das ist genau der Punkt, weil es ein Will ist und kein Muss. Ja, genau. Und das ist der Punkt, was uns so verbindet. Ne? Es ist kein Muss. Wir arbeiten, wann wir wollen. Wir wollen, mit wem wir wollen. Ja, bitte, gibt es einen genialeren Job. Und jetzt, in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit jetzt, ja, ist es ja noch einmal, es wird, diese Company wird so wachsen, weil wir diese vier Megatrends so 100% darstellen. Die vier Megatrends, die ja jetzt noch mehr an die Öffentlichkeit kommen. Die vier Megatrends sind Gesundheit, Homeoffice, Network und Ethik. Und genau diese vier Megatrends zu 100%, ja, also 100%ig steht da alles dahinter. Gesundheit, es geht uns gut, ja, es geht meiner Haut gut, es geht mein Körper gut, jede einzelne Zelle ist belebt mit diesen Vitalstoffprodukten, ja, es geht der Umwelt gut, ja, wir verschmutzen unsere Umwelt nicht damit. Dann Homeoffice, ja, das ist jetzt ja so richtig modern geworden, ja, Homeoffice. Fantastisch, ja. Dann Network, Vernetzung menschlicher Beziehungen, wird ja auch immer mehr gefragt. Vernetzung menschlicher Beziehungen, ja. Das ist ein, ja, dieser Satz ist fantastisch in der heutigen Zeit. Und dann Ethik. Ethik zu 100% ist die Company ethisch. Von den Produkten, von der Auswahl der Produkte, ja, bis zum Kunden, der bekommt genau das Produkt, was er sich vorgestellt hat. Das ist das Schöne. Das erzählen wir 100%ig ununterbrochen weiter, Dani, stimmt's? Absolut. Und bei vielen vielleicht so durch Zufall bin ja ich auch reingerutscht. Und ich hätte damals jemand zu mir gesagt, willst du Business machen, Network? Hätte ich erstens mal gesagt, ich habe keine Ahnung, was Network ist. Das ist schon mal losgegangen. Also ich wusste ja wirklich nicht, was Network ist. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit. Und das ist immer so witzig, weil meistens, wenn man mit jemand redet, dann kommt, ich habe aber keine Zeit. Und ja, bei mir war ja der Einstieg so leicht, einfach über die Produktliebe und weil ich wollte, dass alle meine Freunde und die Familie diese Produkte auch haben. Ich habe sie denen einfach gegönnt. Und ich wollte aber überhaupt kein Geld damit verdienen. Und ich glaube, das war ja der Ausschlag am Anfang, warum das so explodiert ist, weil ich wollte ihnen einfach das gönnen. Und das war dann Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwann auch begriffen, was überhaupt Network-Marketing ist. Und für mich damals als alleinerziehende Mutter, was für ein grenzgeniales Business, wo ich zu Hause sein kann, wenn mein Kind krank ist, das überhaupt kein Thema ist. Ich brauche keinen Chef irgendwie absagen oder sonst was. Arbeiten wann, wo, wie viel wir wollen. Das ist einfach super. Ja, sensationell. Ja. Uschi. Genau das ist das Sensationelle. Wir sind solche Chancengeber, ja. Wir werden so wachsen und alle können jetzt dabei sein und alle bewirken was. Und da wollen wir die Menschen begeistern, ja. Die Produkte sind fantastisch, aber das insgesamt, das Netzwerk, genau wie du, ich habe
Gott sei Dank habe ich kein Network gekannt, bin erst nachher drauf gekommen, weil die Menschen gesagt haben, oh, Network Marketing und so weiter. Dann habe ich erst einmal lesen angefangen über Network Marketing. Ja, warum sagen die, wird das so negativ besetzt? Aber eines muss uns allen ganz klar sein, ja. Leider ist es so, in jedem Network ist 80-20. 80-20, nicht jeder wird sagen, begeistert sein und beginnen, ja. 80% der Bevölkerung wird sagen, oh, das ist aber schwer. Aber 20% und die stürzen los, die wissen, was los ist und die, das ist unser, und denen geben wir die Chance, ja. Das sind unternehmerisch denkende Menschen. Das sind die 20%, fantastisch, ja. Gell, Dani? Ja, absolut. Und ich finde den Vergleich trotzdem mit dem Sport immer so super. Und auch, du hast es vorher so still und heimlich so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, du bist für Olympia geschwommen. Ich meine, das muss man ja mal sagen. Wer schwimmt schon für Olympia? Und ich war ja vorher im Reitsport und es ist so, es ist tägliches Training, tägliches Tun, tägliches Dranbleiben. Und ich glaube, das macht vielleicht auch aus, warum man dann so leicht erfolgreich wird, weil man das als Sportler, sag jetzt mal, ja, was heißt gewöhnt ist, aber weil man da weiß, nur durch Training wird man besser und auch keine Angst hat, wenn es einmal einen Tag nicht so gut läuft, dann steht man ja trotzdem wieder auf und macht weiter, weil man hat einfach das Ziel, zum Beispiel einen Wettkampf zu gewinnen, keine Ahnung, und macht einfach. Ja. Darf ich da kurz einhaken, Dani? Es ist eine lustige Geschichte, wenn man das so Sport und Network Marketing, wenn man Fokus, wohin richtet man den Fokus? Was will man wirklich? Ja, das war bei mir so, bis 16, da wollte ich bei der Olympiade sein. Dann war ich 18 bei der Olympiade. Dann habe ich mir gedacht, boah, aber jetzt in 4 Jahren bei der nächsten Olympiade, da will ich im Endlauf sein. Ja. Weiter Fokus, ja, 16 bis 18, tagtäglich trainiert, Fokus. Und dann habe ich Hans kennengelernt, ja, das ist lustig, ne? Wo war der Fokus in dem Moment? Der Fokus, das war abgelenkt, ja. Das kann man so gut vergleichen. Natürlich, der Hans war dann das Wichtigere, ja, und dann war mit der Olympiade, war dann nicht mehr der Fokus. Mit 20 war ich dann nicht bei der Olympiade, sondern habe meinen ersten Sohn bekommen. Ja, da war der Fokus dann in diese Richtung. Ja. Also man kann das so gut vergleichen, ja, wohin wir unseren Fokus stellen. Und heute den Fokus so zu stellen, dass wir für die Umwelt was machen. Das ist das super, ja. Das finde ich genial. Und weil du sagst, man braucht nicht mehr finanziell. Natürlich, wir verdienen unglaublich gut, ja. Aber finanziell, ja, was kann man mit dem Geld wieder alles machen? Was kann ich mit dem Geld machen? Was habe ich? Ich habe Patenkinder, ich bin überall bei ATAC, bei Greenpeace, bei D. Ich kann alles unterstützen, was mich fasziniert, ja. Also das ist etwas, was unsere Company auch macht, unterstützt rund um, wo es geht, ja. Fantastisch, jetzt zum Beispiel, ne, diese zuerst gleich einmal 40.000 Desinfektionsmittel gemacht, ja, und verschenkt. Fantastisch, und die nächsten 40.000 sind schon wieder in Arbeit. Na, ist das nicht fantastisch, was diese Company alles durchzieht? Das fasziniert mich und deswegen ist für mich tagtäglich, ja. Unsere Company ist ja tatsächlich in Wahrheit so cool, dass das schon fast keiner mehr glauben kann. Also, ja. Das ist ja oft für mich so das Schwierige, weil das ist ja nur super, super, super. Da denkt man ja, das gibt es ja gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann denken immer alle, wenn man mit denen redet, das kann gar nicht sein. Weil so super in Gesamt, aber es ist tatsächlich so und ich muss wirklich auch immer aufpassen, dass ich einer nicht so meine Liebe über diese Firma über den Kopf stülpe, weil ich darf ja dann nur 2 Stunden reden, wie super alles ist. Und die können das ja gar nicht verarbeiten oder glauben. Das ist ja wirklich bei uns schon vorgekommen. Ja, genau. In diesen 21 Jahren muss man sich vorstellen, von Jahr zu Jahr besser geworden. Überall ein Baustein nach dem anderen hat Andreas und Ulla gemacht. Unglaublich, ja. Von Jahr zu Jahr, jedes Jahr gibt es ein Highlight. Jedes Jahr.
Ja, ja. Und diese Faszination ist fantastisch. Also unsere ganze Family ist tagtäglich begeistert davon. Ja? Und wir machen ja auch in der Familie so Wettkämpfe. Ja? Wer hat in der Woche wieder den meisten Badezimmer erdölfrei gemacht? Ja? Ja, ist das nicht herrlich? Ja? Das ist etwas, was in der heutigen Zeit modern und genau dem heutigen Zeitgeist entsprechend ist. Ne? Und das fasziniert uns. Dani, und dich genauso, ja? Herrlich. Ich habe ja vorher gar nicht mehr Gedanken darüber gemacht, was ich mir ins Gesicht creme, wirklich. Ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht, habe das gar nicht gewusst. Und deswegen, das wissen ja die Menschen oft gar nicht, was da so los ist und was da oft dahinter steckt. Aber wenn man sich wirklich dann mal mit dem Thema beschäftigt, es ist einfach faszinierend. Und alles, was bei uns damit zusammenhängt, mit diesem Network, ist extrem faszinierend. Und wie man sich da weiterentwickelt, und ich esse ja mittlerweile kein Fleisch mehr, zum Beispiel, kann ja jeder machen, was er mag, aber in Wahrheit war der Auslöser ein Vortrag bei einem Großevent, wo ich mir gedacht habe, naja, Klimaschutz und hin und her und Tierleid und mag ich das überhaupt noch? Und es hat sich so viel in meinem Leben verändert, Step by Step, aber eben auch für pro Umweltschutz tatsächlich, ja, finde ich perfekt. Obwohl ich natürlich nicht überall perfekt bin, muss ich auch sagen. Aber es geht in die richtige Richtung. Und das macht gar nicht. Wir können nicht perfekt sein. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Und auch unsere Kunden, unsere Freunde, Verwandte, Bekannte. Ja, natürlich, die Werbung ist fantastisch überall. Und man kann da nicht immerfort alles durchlesen. Ja? Also man kann niemanden verurteilen, solange man das und das verwendet. Die Werbung ist ja fantastisch in der heutigen Zeit. Aber man kann Denkanstöße geben. Ja? Und dann überlegen auch alle, ja, muss ich das verwenden? Es schadet mir, es schadet meiner Haut, mein größten dynamisches Organ, was ich habe. Ja? Das ist nur kontraproduktiv. Wir fallen ja alle nicht gleich tot um davon. Ja? Aber es ist eigentlich kontraproduktiv. Aber für die Umwelt, also die Umwelt, das ist noch viel ärger, diese Verschmutzung von der Umwelt. Ja. Also da bin ich wirklich so dankbar. Ja. Und dann, Dani, in unserer Company, wir haben ja so tolle Events, wir haben so tolle Feiern, wir sind so, so wie Gedanke ist so fantastisch, stimmt's? Absolut. Ja. Und jetzt auch online, und da komme ich wieder zurück zu dir. Weil du für mich ja so ein Vorbild bist, ich muss es immer wieder sagen. Online. Jetzt war ja die Krisenzeit. Und jetzt haben wir angefangen, online zu arbeiten. Auch heute, dieser Zoom ist jetzt in Wahrheit online. Ich hatte keine Ahnung, wie funktioniert das mit diesem Zoom vorher. Du hattest keine Ahnung. Und trotzdem haben wir es beide hinbekommen und haben einfach gemacht. Und das ist auch so was. Du bist auch so ein absoluter Macher. Das finde ich wirklich genial und auch immer offen für Neues, ist, glaube ich, auch immer wichtig. Ja, weil vorher, ja, vor Corona, ich bin ja eher der Typ Face-to-Face und du auch dann, ja, Face-to-Face, also das liebe ich, ja. Und immer alle meine Partner haben gesagt, Uschi, mach ein Video und dort mach ein Video. Und ich habe gesagt, nein, mich gibt's nur live, ja. Ich kann nicht in das Kastel sprechen. Ja, aber von heute auf morgen bitte, konnte nicht hinaus oder man darf nur ganz wenig hinaus, ich konnte kein Kaffee mehr, konnte nicht mehr Golf spielen, ich konnte nicht mehr schwimmen gehen, ich konnte nirgends mehr hinfahren. Also okay, na dann machen wir es online, ja. Also ist ja kein Problem. Und eines muss ich sagen, es ist ja genial. Es ist unglaublich, was wir da für ein Wachstum haben, ja. Und ich habe mit meinen Kunden mache ich Zooms, mit den Freunden mache ich Zooms. Wir machen Prosecco-Partys, ja. Also online. Es ist fantastisch, ja. Und
unglaubliche Steigerung mit Umsatz. Ja? Ich habe ja 4.000 Kunden insgesamt, da sind ja viele abgefallen. Und dort tue ich jetzt so telefonieren, die schon längere Zeit nichts bestellt haben. Ja, wie geht's Ihnen denn und so weiter. Jetzt in der Zeit und so und so. Und so. Wow, machen wir einen Zoom zusammen, machen wir eine Prosecco-Party zusammen, haben Sie ein paar Freunde einladen und schon sind wir 3, 4. Ja, und danach habe ich unglaublichen Umsatz. Die bestellen alle wieder. Und so viel sagen, mein Gott, Uschi, hätte ich nur auf dich gehört, hätte ich nur angefangen längst, bei der Company Partner zu werden, weil sie kleine Geschäfte haben, weil sie jetzt große Probleme haben. Ja? Also jetzt kommt erst die richtige Steigerung. Ja? Und das können wir tagtäglich und das nützen wir aus. Dani, stimmt's? Ja, herrlich. Das, oder? Jetzt können wir ja beide machen. Also besser geht ja gar nicht. wieder im echten Leben und auch online. Und ich muss auch sagen, wir hatten in dieser, es waren ja doch 8 oder 9 Wochen, glaube ich, sogar mit diesem, ich sage jetzt, nicht raus dürfen. Und ich hab's geliebt, meistens um 10 Uhr vormittags auch mit dem Team oder mit dir zu kommunizieren, weil ihr sonst völlig abgeschottet gewesen wäre. Und ja, es ist zwar durchs Castle nicht das gleiche wie in echt, aber zumindest hat es mir jeden Tag eine positive Energie gegeben, das muss ich wirklich sagen. Also wenn man es nicht übertreibt dann mit dem Castle schauen, ist es ja wirklich super. Ja, es ist unglaublich. Also ich hätte nie gedacht, wenn man vorher darüber gesprochen hätte, ja, hätte man gedacht, um Gottes Willen, ja, also was kommt da auf uns zu? Ja? Aber vor allen Dingen unsere Company. Also das war, die haben schon weit vorausgeplant. Ja? Das ist fantastisch. Das war ja wieder mal so ein Aha-Erlebnis. Ja? So weit vorausgeplant, dass das alles weitergelaufen ist. Unwahrscheinlich. Also da wirklich hohes Lob und wirklich danke, danke, danke. Fantastisch, wie unsere Company das geschafft hat in dieser Zeit. Ja? Mit 350 Angestellten heute. Ja? Und das schaffen, das war ja wirklich ein Logistik, die fand, also ja, da kann man nur danke, danke, danke sagen und wir können rausrennen und den Menschen begeistern davon. Kommt zu uns, ja? Wollen wir was zusammen bewirken? Wir bieten, wir sind solche Chancengeber in der Zeit jetzt, ja? Solche Chancengeber, fantastisch. Für die Umwelt super, für jeden Einzelnen super, tolle Verdienstmöglichkeiten, Freiheit, Freiheit pur, ja? Das, ja, mehr, also es ist ein Vergnügen tagtäglich. Wenn man mich fragt, was ich für Pläne habe und wann ich arbeite, dann sage ich, ich arbeite nicht. Ich habe tagtägliche Vergnügen, ja. Mit Menschen zu reden darüber, Menschen zu begeistern davon, die Chance weitergeben, ja. Wo auch immer man ist, jetzt online, dann wieder offline, ganz egal, ist das nicht fantastisch. Ja? Also, wenn man gerne redet. Wenn man redet, dann ist das natürlich der beste Job ever. Kommunikativ sein muss man natürlich schon. Das habe ich auch von dir gelernt. Das Einzige, was wir machen, ist drüber sprechen. Und bietet sich natürlich an, das auch zu machen, tatsächlich. Dann funktioniert das auch. Dann geht es eigentlich gar nicht anders. Und im Grunde genommen, wir Frauen reden doch alle gern, oder? Postbar. Und es gibt doch immer mehr Männer in unserer Company. Unglaublich, ja. Immer mehr Männer, die wirklich richtig gut durchstarten, weil die erkennen auch nicht nur das Gesundheit und das Thema Umwelt, sondern die erkennen auch die Perspektive und diese Chance, geschäftlich ganz groß zu werden. Ja, das ist schon fantastisch. Ne? Deswegen, wichtig ist, dass man sagt, was machen Sie denn beruflich, ja? Und ein kleines Statement von mir, es kommt immer gut an, wenn ich sage, wenn ich gefragt werde, was machen Sie denn beruflich, sage ich, baue ein internationales Netzwerk auf mit frischen Hightech-Produkten eines österreichischen Unternehmens, 40-60% Wachstum, wenn Männer dabei sind, ganz wichtig, ja. Und der letzte Satz ist das Allerwichtigste. Und wir wollen in jedes Badezimmer Europas. Da fragt jeder, na, was ist denn das, ja? Na, wenn Sie Zeit haben, setzen wir uns zusammen. Super. Oh, super, sensationell.
Also liebe Uschi, also ich war mega wertvolles Interview, glaube ich, für viele. Und ich möchte zum Abschluss eine Abschlussfrage noch. Und zwar deine, ich weiß nicht, zwei Megatipps, um erfolgreich durchzustarten. Meine zwei Megatipps sind trust the company, trust yourself, ja. Und der dritte, den muss ich dazu sagen, Fokus. Wenn ihr den Fokus habt, wenn ihr was bewirken wollt, ja, in der heutigen Zeit, wenn ihr da begeistert seid, dann wächst ihr ohne Ende tagtäglich. Aber ihr verkauft keinen Fußball an, sondern ihr gebt diese Chance weiter, da dabei zu sein bei ganz was Großen. Ja, und da wünsche ich jedem viel Vergnügen, viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß dabei. Uschi, vielen herzlichen Dank für das Interview. Herzchen schick. Ich freue mich schon, wenn wir uns im echten Leben mal wieder umarmen können. Ich stoppe jetzt die Aufzeichnung, dann können wir nur kurz ein bisschen ratschen. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war inspirierend und wir sehen uns. Ich freue mich auf alle von euch. Ciao.